Hallo und herzlich willkommen bei Vegan Feeling. Heute ist wieder Samstag. Und heute ist wieder ein Rezeptvideo dran. Und diesmal gibt es High Carb, Low Fat Süßigkeiten Teil 2. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, der kann jetzt hier oben irgendwo klicken. Und heute machen wir den zweiten Teil. Und was machen wir denn alles? Heute machen wir halt Bananenbrownies. Und wir hatten ja schon gesagt, dass die Kirsten von Pure Raw uns ganz viele tolle Sachen geschenkt hat. Und als erstes haben wir jetzt das Frappé probiert. Also. Das ist hier das. Da ist Kakao, Maca, Kurkuma, Carob und Vanille drin und es wird eigentlich in Nussmilch eingerührt und ist dann wie ein Frappé und ich habe es einfach mal in Bananen- und Mangomilch und schmeckt sehr gut. Und in die Kekse oder was oder das Süßigkeiten, was da reinkommt, kommt Kurkuma mit rein. Das haben wir hier so ein kleines Beutelchen. Kurkuma ist eine super Frucht, die hast du immer ganz gerne gegessen, wenn sie frisch war. Das ist jetzt ein Pulver. Hier gibt es sie natürlich nicht frisch. Jetzt ist aber Schluss mit Gequatsche, ne? Jetzt zeigen wir euch die Nahaufnahmen, wie alles gemacht wird und dann hoffe ich, dass ihr das bald nachmacht. Also, viel Spaß dabei. Der leckere Brownie ist fertig, der ist aber hier noch in diesem Ding drin. Wie soll ich das essen? Erstmal rausziehen. Mach das mal, ja? Ja, mach ich mal. Das tue ich mal kurz weg. Seid ihr auch so aufgeregt wie ich? Also ich bin sehr aufgeregt. Ich mach das mal, darf ich? Aber ich wollte noch kurz sagen, ich habe den jetzt über Nacht im Kühlschrank gehabt und er war noch nicht komplett fest, als ich noch was geholt habe. Und deswegen habe ich jetzt noch mal eine Stunde in den Tiefkühl getan. Das ist aber ziemlich fest zum Anschneiden. So, ich bin gespannt, ich mach das alles runter. Und mit Kokosnussöl geht es natürlich viel, viel besser. Also wenn ihr das jetzt nur für euch macht und soll nicht auch mit auf eine Party, dann geht das auf jeden Fall super. Oh, ich habe schon probiert. Was hast du mitgemacht? Schmeckt. Oh, ist aber lecker. Mache ich 4 Stückchen draus oder mehr? Wir haben jetzt hier noch heißes Wasser. Ja, 4 Stückchen oder mehr? 4. Also ich mache jetzt aus diesem Teil hier, ihr könnt es vielleicht sehen, das ist ein ganz ordentlicher Oschi, mache ich jetzt 4 Stückchen. Die werden auch ganz schön groß. Ja. Yeah. Ist noch ein bisschen gefroren, ne? So, jetzt habe ich ein bisschen vollgedickert. Kann man aber ablecken. Mmh, sau lecker. So, jetzt mache ich noch.
muss leider wissen. Fertig. So, das Messer stecken wir hier schon rein. Das kann jetzt hier bleiben. Und ich krieg schon mal eins jetzt, ne?